Hallöchen und willkommen zu einem neuen Format hier auf meinem Kanal. Das Ganze heißt Vorgestellt. Und anders als bei den Angezockt-Videos werde ich hier möglichst viele Informationen in kurze Zeit unterbringen. Und wir beginnen unsere Reise mit dem ersten Spiel und es heißt 50 Years. Das Ganze ist entstanden von Alexander Golovkin. Und erschien am 26. Mai 2017, kostet 4,99 €, ist bei Steam erhältlich. Und das Ganze ist ein rundenbasiertes Strategiespiel. Als Vorbild nimmt es sich zum Beispiel Spiele wie Civilization, allerdings in einer doch sehr abgespeckten Form. Das Ganze heißt 50 Years, weil wir versuchen müssen, unser Volk 50 Jahre am Leben zu erhalten. Wir werden dabei immer wieder angegriffen, aber dazu später. Denn zuerst müssen wir uns ein Volk auswählen. Zum Beispiel gibt es die Amerikaner, Ägypter, Römer und noch viele weitere. Wir können nun, nachdem wir ein Volk ausgewählt haben, die ersten Einheiten bauen. Zum Beispiel Bauern. Diese benötigen wir, um Gold zu bekommen. Je mehr Bauern wir haben, umso mehr Gold bekommen wir jährlich. Jede Runde ist hier ein Jahr. Und wir können neben den Einheiten natürlich auch bauen. Wir können Gebäude bauen, die uns zum Beispiel ermöglichen, mehr Einheiten zu bauen oder auch bessere Einheiten, wie zum Beispiel Paladine oder später sogar Engel. Ja, Engel. Auch können wir erforschen. Hierzu gehen wir in verschiedene Höhlen. Das Spiel gibt uns immer wieder die Möglichkeit, neue Höhlen zu erforschen. Für Siege in diesen Höhlen gibt es Boni. So kämpfen wir zum Beispiel gegen eine Schar wilder Zombiehühner, um die Schriftrolle der Zombie-Hühner-Transformation zu erlangen. Hierbei können wir die gesamte gegnerische Armee in Zombie-Hühner verwandeln, was doch sehr nützlich sein kann, gerade bei mächtigen Gegnerhorden. Und da wären wir auch schon bei den Kämpfen. Wir werden regelmäßig von der KI angegriffen. Je nach Schwierigkeitsgrad tritt das häufiger oder seltener auf. Aber im Endeffekt läuft es darauf hinaus, dass uns wirklich sehr, sehr mächtige Armeen angreifen und versuchen, uns am Weiterkommen zu hindern. Wenn wir einen Kampf gewinnen, erhalten wir dafür Glaubenspunkte, die wir zum Beispiel in spezielle Boni investieren können, aber wir können sie auch investieren, um zum Beispiel Ritter in Paladine zu verwandeln. Dazu benötigen wir natürlich die entsprechenden Gebäude. Und dann wären wir auch schon beim Punkt Tod. Ja, wenn wir sterben, also einen Kampf verlieren, dann ist es vorbei und wir müssen komplett von vorn beginnen. Das Ganze bietet natürlich auch mehrere Spielmodi. Hier können wir zum Beispiel einen Modus wählen, in dem wir nur 25 Jahre überleben müssen. Oder auch einen Modus, in dem wir freie Einheiten haben. Wir können also die Einheiten, die wir zur Verfügung haben, alle kostenlos erwerben bzw. anheuern, aber dafür steigt mit jedem Gebäude, das wir kaufen, der Preis für weitere Gebäude, so dass es irgendwann doch sehr, sehr schwierig wird, neue Gebäude zu kaufen. Allerdings können wir dafür auch nach jedem Kampf die gestorbenen Einheiten problemlos wieder ersetzen. Natürlich gibt es auch eine Workshop-Anbindung, wo wir neue Spielmodi runterladen können. So gibt es einen Modus im Workshop, in dem wir neue Höhlen erforschen können, die im Originalspiel so nicht enthalten sind. Diese geben uns bessere Boni, machen es uns aber auch ziemlich schwer, diese Boni zu bekommen. Im Verlauf des Spiels werden die Armeen natürlich immer größer und stärker, die uns angreifen. Und irgendwann wird es nur noch eine unübersichtliche Masse und es wird für uns schwer, überhaupt die 50 Jahre zu erreichen. Natürlich gibt es im Jahr 50 den großen Endkampf. Wenn wir diesen gewinnen, ist das Spiel auch schon vorbei. Wir können dann leider nicht mehr weiterspielen bzw. müssten ein neues Spiel anfangen. Mein Fazit zu dem Ganzen ist, es ist ein nettes Spiel für zwischendurch. Man kann es auch immer wieder mal spielen für 4,99 €, bin ich mir aber nicht sicher, ob ich es mir kaufen würde. Ich habe dieses Spiel kostenlos erhalten, möchte ich noch dazu erwähnen. Und dennoch ist es ein schöner Moment, wenn man eine mächtige Armee erschaffen hat und mit dieser
die gegnerische Horde in die Knie zwingt. Ja, meine Freunde, das war's mit diesem Video. Etwas kurz, aber das habe ich ja erwähnt. Ja, wenn euch sowas gefällt, wenn ihr davon mehr sehen wollt, lasst es mich doch gerne wissen, schreibt es in die Kommentare und gebt einen Daumen nach oben. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten wieder und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.